Mache ich jetzt. Oh, Bild in Bild. Ich zeige euch lieber erstmal den anderen Monitor hier. Sonst seht ihr mir zu viel. So, Bild in Bild, wenn man zu Hause auf dem Rechner rumfummelt. Aber das ist doch die Technik heute faszinierend, was da geht. So. Ich starte noch schnell meine Plattform und dann geben wir Gas. Okay. Zum Ablauf. Wir werden uns gleich schnell die Setups ziehen von heute früh. Gucken, was geht. Rückblick. Wir hatten gestern Abend Fettsitzung. Keine Sitzung der Fetten, sondern eine Fettsitzung. Und ich weiß gar nicht, was dabei rausgekommen ist, weil wir waren gestern Abend Elch essen. Richtig lecker Elch essen. Das Ergebnis weiß ich nicht. Den DAX hat es nicht sonderlich berührt, aber er hat angefangen, dieses Setup abzuarbeiten, was er abarbeiten sollte. Er hat das Mindestziel unten gestern Abend erreicht. Und hat an dem Mindestziel unten noch direkt gedreht. So, jetzt sehen wir doch langsam auch was. So. Hat doch ein kleines Gap gerissen. Über Nacht und wir starten direkt mit einem Umsatz von 270 Kontrakten. Dafür, dass er sich gestern früh, gestern den ganzen Tag, gucken wir uns das mal an, da, das war der Tag gestern, er sich den ganzen Tag zwischen 10,270 und 10,350 50, die sollte er ja auch haben. 10, 3, 50 hatten wir gesagt, shorten wir. Das haben wir gestern Abend auch getan. Gestern tagsüber auch getan und haben die Nummer dann laufen lassen. Haben dann direkt bei am ersten Ziel bei 10, 2, 70 unten glattgestellt. Jetzt gucken wir uns ganz kurz die Eröffnung an. 10, 1, 10, 70. Und jetzt gucken wir uns die Nummer da an. Warum die 10, 1, 70? Was hat die zu sagen? Jemand eine Idee hier? Ich habe heute Morgen noch nichts gemacht. Schauen wir mal. Da hat er auf jeden Fall noch ein bisschen Luft. Hier könnt ihr noch bis zu 1,11
35 laufen. Und jetzt versuchen wir mal, schauen wir mal, was da geht. So, demnach hat er auf jeden Fall die Luft bis nach oben. Wir brauchen einen nachhaltigen Ausbruch Minimum unter die 10967, besser sogar 10950, um unsere angedachten Short-Szenarien durchziehen zu können. Das ist das Minimum, was wir nach unten brauchen. In diesem Bereich, in diesem 200-Punkte-Bereich, in dem er sich nun sage und schreibe seit einem Monat bewegt, sollten wir vorsichtig sein und uns nach dem Handel der Zielbereiche richten. So, kommen wir zum Handel. Zielbereiche 1,10,76 schauen wir uns jetzt gleich mal an. Die Nummer. Ich müsste da eigentlich sogar mal schauen. Fällt mir gerade was ein. Richtig, das verstehe ich jetzt nicht, weil ich habe hier eine Position drin in dem Konto schon seit 1,1362. Und die zeigt er mir hier nicht. So, jetzt gucken wir uns das Spiel an. Wir haben gesagt, wir können uns nicht nach Euro Pro richten, sondern nach den Zielbereichen. Euro Pros im Moment zu 10,50 oder zu lahm. Das heißt jetzt, wie, das wird nicht bewertet, ich habe eine aktuelle Position drin, ich sehe sie doch hier unten, da. Da ist sie drin. Kaum hat so eine Aussage getroffen, sagt wir, so wie ich jetzt gerade gesagt habe, wir konzentrieren uns auf den Handel nach Zielbereichen
und nicht nach Europro-Moment, weil nichts läuft, schon liefert er uns einen blütenreinen Einstieg und ballert ohne uns davon. Habe ich irgendwie die Zahlen verpasst? Wer hat die Nummer genommen? Trotzdem? Blütenreiner Europro-Einstieg. Also benutzen wir jetzt mal die Nummer. Wenn wir schon mal dabei sind, dann kann man das Ding auch benutzen. Und das werde ich wahrscheinlich aus dem Video sogar rausschneiden nachher, um das mal als Erläuterungsvideo zu nehmen. Erläuterung Euro Pro. Grundregeln. Gehen wir die einmal durch, okay? Gerade weil wir ja auch einen Haufen neue Leute drin haben oder Interessenten. Grundregeln Europro sagen, habe ich übergeordnet einen Trend. Übergeordnet einen Trend habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder schaue ich mir das Bild so an, so wie ich es jetzt gerade zeige, oder ich gehe den übergeordneten Chart und gucke mir das an und sage, okay, übergeordnet Trenddefinition vorhanden, ja oder nein? Wer kann mir die Frage beantworten? Bitte. Guten Morgen Dagmar, guten Morgen Dennis. Dagmar, vielen Dank für deine Mühe und für deine ausführliche Mail. Ich würde dich nachher ganz gerne kurz anrufen. Trend Long, richtig. Allerdings schon sehr weit gelaufen, ist völlig Latte. Interessiert kein Mensch, wie weit der Trend gelaufen ist. Haben wir übergeordnet einen Trend? Diese Frage muss man mit Ja oder mit Nein beantworten, nach Trenddefinition. Übergeordnet heißt in 5 Minuten. So, wir haben ein Hoch, ein Tief, ein Hoch, ein Tief, ein neues Hoch, ein höheres Tief, ein höheres Hoch, kein tieferes Tief. So. Und jetzt nehmen wir uns dieses Zeitfenster hier, diesen Bereich. So, erste Frage haben wir beantwortet. Befindet sich das Werkzeug, was wir handeln, befindet es sich übergeordnet einem Trend? Ja. In welcher Phase befindet sich der Euro im übergeordneten Zeitfenster in 5 Minuten? In der Bewegung oder in der Korrektur? Ganz klar in der Korrektur. Bupp. So. Leck mir an die Füße hier. Also. So, dann soll das letzte Hoch der Abwärtsbewegung mit Schmackes gebrochen sein. Letztes Hoch der Abwärtsbewegung haben wir hier. Das letzte Hoch der Abwärtsbewegung sollte mit Schmackes gebrochen sein. Dann die Korrektur, also der Rücklauf in unsere Wolke. Und dann sollte alles passen. Hintergrund blau, etc. Und in der Korrektur. Ich kriege eine Krise. Da.
Wenn alles blau ist da, alles blau, alles blau, alles da, Volldampf, Bewegung, Korrektur, da drüber die Stop-Order, Einstieg 1.10.73 über diese Kerze. Wer schon ein bisschen mutiger ist, erkennt diese Geschichte komplett hier und steigt hier schon ein bei 1.10.68. Signal aufgehoben, das Einzige, was hier noch fehlt, ist der blaue Hintergrund im 1 Minuten. Wer wartet, kriegt seinen Einstieg bei der 73, 74. Wer ein Seminar besucht hat und fit ist und aufgepasst hat, sagt sich hier unten Einstieg 1.10.68, Stop auf die unter die 63, 6 Punkte Stop. In der Verantwortung dann die Zielbereiche 76, 86 und 91. Einstieg 68, 69 ungefähr. Ausstieg 91, abzüglich Spread 89. 88, 89 gehört der Take Profit. Und dort drüber muss spätestens die Einstiegsorder liegen. Wir laufen in die Zielbereiche oben an, die 75, wir sind 7, 8 Punkte vorne. Stop auf Break-Even. Rücklauf, nächste Zielbereich, nächste Zielbereich. 1, 2, 3, 4, 5 Mal an dem Zielbereich gescheitert und tschüss. Dann gehört der Stop hier unten drunter auf die 87, 18 Punkte und die Nummer ist gelaufen. Wir schreiben heute den 28.07. um 8.16 Uhr im Jahre 2016 und morgens um 8.16 Uhr, sogar noch ein paar Minuten früher, um 8.10 Uhr, haben wir sein Tagesziel von 12, 13, 14 Punkten erreicht und könnte rein theoretisch angeln gehen, wenn man sich nicht so ungeschickt anstellt und sich am Nachmittag vorher die Finger aufschneidet. Auf die Frage, würde man da jetzt auch noch reingehen? Wir handeln mit dem Trend, nicht gegen den Trend. Das heißt, wir müssen jetzt die Korrektur abwarten. Jetzt sind wir wieder genau in der Wartestellung. Wir müssen jetzt genau wieder die Korrektur abwarten, um uns den nächsten Entry zu holen. Wartest du auf den grünen Pfeil? Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Mein lieber Steffen, hast du ein Handbuch bekommen von uns? Woher kommt der grüne Pfeil? Ich glaube, wir müssen im Oktober in Lohr reden. Steffen P. PL, schickst du mir bitte nochmal eine Erinnerung, weil dein Handbuch habe ich in Auftrag gegeben letzte Woche. Sollte am Wochenende in die Post gehen. Wenn das noch nicht da ist, schick mir bitte kurz einen Reminder, ich kümmere mich da heute drum. Wir müssen jetzt genau, da haben wir es, wir müssen jetzt die Definition abwarten. Dass wir wieder einsteigen dürfen. Und dafür brauchen wir jetzt eine Abwärtstrenddefinition, müssen warten, bis er den aufbaut. So, weil hier befinden wir uns jetzt in der Korrektur. So viel hier dazu klar.
Das Stück werden wir wahrscheinlich mal als Muster nehmen und irgendwie mal als Musterbeispiel, weil hier haben wir heute alle Regelwerke drinne. Ich habe eben gefragt, hast du das Handbuch? Auf die Frage, wartest du auf den grünen Pfeil? Dieser grüne Pfeil ist unterstützend. Und zwar unterstützend gemeint. Bup. Wo ist er hin? Da. Der jetzt natürlich nicht geht. Mal probieren, mit denen ich es geladen kriege. Da. So, dieser grüne Pfeil, der liefert dir hier ein akustisches Signal. Akustisch und optisch kriegst du ein Signal gesendet hier, wenn er in 5 Minuten produziert wird. Und dann, wenn der produziert ist in 5 Minuten, dann musst du dich darauf einstellen, dass du um 1 Minute eventuell einen Einstieg kriegst. Die Entscheidung erfolgt manuell. Das hier ist nur eine Unterstützung, die dir einfach sagt, okay, jetzt www.ufbas.de, jetzt musst du schauen, ob da was geht. Manche handeln blind danach, kann man probieren, manchmal glückt es. Hier wäre es ja in dem Fall sogar direkt geglückt. 73 rein, 94 raus, direkte Nummer, zack. Wäre das Ding durchgelaufen, wäre früher anfängt und sich manuell danach richtet, hat hier schon mal den Einstieg bei 69 und hat demzufolge 4-5 Punkte mehr. Schön, dass die Grundregeln einmal so geklappt haben. So, DAX hatte einen Schlusskurs von 10,3, Eröffnung 10,320. Das Gap, was er hier gerissen hat, hat er direkt geschlossen, ist direkt durch mit der Nummer. Doppelboden. Wir dürften uns langsam wieder nach oben orientieren. So. Gestern Morgen haben wir gesagt, die 77, 78 ungefähr ist das Mindestziel. Errechnet sich genau aus diesem Tief, was er auf den Tick genau vorher nachts nochmal geholt hat. Gestern Abend, also nach den News, nochmal durchgespiked ganz kurz, um sich dann wieder nach oben zu orientieren. Was noch nicht heißt, dass die Nummer durch ist, er kann sich das Ding hier immer noch mal ganz kurz holen. Ohne, dass er jetzt noch mal, unsere Shortnummer haben wir gestern geschlossen, ohne, dass er jetzt noch mal hier durchgeht, hier oben, würde ich jetzt noch nicht neu shorten. Hier oben, 10,350, würde ich mir das noch mal überlegen. Die Spanne, in der er sich bewegt, ist ebenfalls sehr klein. Wir sind in einer 80-Punkte-Range, in der er gestern auch einen ganzen Tag rumgeturnt ist. Was uns gestern zum Shorten bewegt hat, wir haben gestern Morgen kurz drüber gesprochen. Da das Hoch gestern früh, wir haben gesagt 10,350, wer sich erinnert, auch an die angeregte Diskussion im Blog unter ufbas.de, die ich übrigens sehr gut fand und sehr konstruktiv. Ich habe gestern Morgen erklärt, warum ich eine 10,350 shorten will. Und die 10,350 war gestern früh fast eine Punktlandung. Ich habe es nur nicht durchgehalten, meine Long-Position bis dahin zu halten. Leider Gottes bin ich 10 Punkte vor, 100 Punkte vorher ausgestiegen, letzte Woche. Ich habe gestern früh genau erklärt, warum. Hier
Einlauf ins Ziel 10.350, die wir auf der Agenda hatten. Und dann das nachlaufende Hoch 10.354 und damit war das Sterben für gestern eigentlich besiegelt. Guckt euch die Uhrzeit an. Amis kommen im Markt, machen ganz kurz ein neues nachlaufendes Hoch und dann ging es den ganzen Nachmittag nur Richtung Süden und dann war auch die Nummer unten 10.270, 10.277 hier, die war fast gesetzt, dass hier angelaufen wird. So. Gucken, ob ich hier noch ein Daily drin habe. Da. Ist nicht so ganz so einfach. So. Da kam die Linie angeschossen. Schlusskurs gestern darunter. Die Kerzenformation, die wir hier haben, sollte uns dazu bringen. Mir sagt das Ding erstmal, dass wir uns wahrscheinlich heute hier relativ neutral verhalten werden und danach, wenn wir unter 10.270 fallen per Stundenschlusskurs, müssen wir damit rechnen, dass wir einbrechen und das sogar tief. Ich habe ganz bewusst den Tageschart mal genommen. Mal gucken, wie weit er mich jetzt zurücklässt. So, gucken wir uns den August letztes Jahr an, 14. Gucken wir uns den August 2014 an. Juli, August 2014. Das war, oh Mann. Da sind wir 2014. Wir kommen von der 9.811 und marschieren direkt 800 Punkte Richtung Süden. 2015. Ich bin total begeistert. Wir kommen von der 11. Ja, Anfang August, wir kommen von der 11.674 und brechen ein bis zur 9.3. Deswegen meine Warnung an alle Optimisten, immer wenn von einer riesen Sommerrallye die Rede ist, geht das in die Hose. Nein, stimmt nicht, nicht immer, aber oftmals. Wir sind an der Kante von dem Kanal. Dieser Kanal mahnt zur Vorsicht, Ausbruch gestern war ein Fake. So, schaffen wir den Ausbruch heute nach oben, wird der beschleunigt, dann ist die Linie kaputt, wir haben hier diesen Kreuzwiderstand, geht nach oben die Linie kaputt und wir verlassen diesen Aufwärtstrendkanal, nach oben wird das Ding beschleunigt, Sommerrallye bis 10.750. Hält das Ding hier oben, wir scheitern an dem Kreuzwiderstand,
ist ein Einbruch von 800 bis 1000 Punkten keine Seltenheit. Und wir dürfen auf jeden Fall 600 Punkte fallen bis zur 9,6, die auch genau hier einen Kreuzwiderstand darstellt und auch ein Korrekturlevel darstellt, was gesund wäre. Okay, Fragen dazu? Lernen ist die Tochter der Wiederholung. Deswegen werden wir uns den ganzen Spaß nächste Woche wieder angucken. Ich verkrümel mich jetzt. Setup im Euro ist durch heute früh. Da, das war's. Einmal durchgeballert. Jetzt kann man sehen, warum, wieso, weswegen ich meinen Arsch morgens aus dem Bett bewege. Weil dann bin ich mit meiner Arbeit nämlich um 8.11 Uhr fertig. So, schön Tässchen Kaffee trinken, ab aufs Boot und angeln. Oder Radfahren. Oder wandern. Oder. Das ist der Grund. Setup im DAX ist klar. Wir sehen uns wieder heute Abend zum Stereo-Lernen. Und wehe, ihr fehlt. Stereo lernen um 18.30 Uhr. Wir werden heute Abend die Settings zu Ende machen von letzter Woche, was wir nicht geschafft haben. Und heute Abend geht es um Orderarten, verschiedene Orderarten. Was kann ich in welchem Modus, welche Orderarten anwenden und wie wende ich sie an mit praktischer Anwendung. In diesem Sinne verkrümel ich mich jetzt hier. Ich wünsche euch ein affengeiles, schönes Wochenende. Genießt es und wir sehen uns wieder heute Abend bzw. dann nächste Woche Mittwoch in alter Frische zum Skypen mit System. Und dann wahrscheinlich aus Norwegen Süden, aus der Richtung Bergen, Stavanger. Dahin werden wir uns die nächsten 4-5 Tage begeben und danach zu unserem Dieter nach Oslo. Ist das Webinar am 21.07. ausgefallen, fragt der Ulrich. Ja, das Webinar ist nicht ausgefallen. Es war ein Planungsfehler von mir. Ich habe aus Versehen ein Webinar da drin gehabt, wer bei uns auf der Webseite gewesen ist und im Terminkalender und so weiter war überall zu sehen und haben wir auch ein Webinar bekannt gegeben, das letzte Woche kein Stereo-Webinar gewesen ist, aber heute Abend wieder um 18.30 Uhr Stereo lernen. Also schön Zettel und Stift mitbringen, alles schön zum Mitschreiben, damit ihr nichts vergesst. In diesem Sinne, euch jetzt einen schönen Tag, bis später. Tschüss, tschüss, moin, moin, euer Skype-Trainer Thorsten. Tschüss, tschüss.